Ja, liebe Teilnehmende, ich freue mich wirklich sehr, heute zu dieser Veranstaltung, zu unserem Politcafé, und zwar diesmal aus der Reihe Gespräche mit der Rostocker Bürgerschaft. Ja, zu Gast, ich habe es ja schon gesagt, ist Eva Maria Kröger. Sie ist Mitglied in der Partei Die Linke. Frau Kröger ist oder hat Politikwissenschaft in Rostock studiert. Später hat sie ihren Masterstudium in der vergleichenden Regierungslehre in Tübingen absolviert. Sie arbeitete für zwei Bundestagsabgeordnete und vielleicht hat sie dabei gelernt, wie Politik gemacht wird oder wie Politik nicht gemacht wird. Frau Kröger ist seit 2009 ehrenamtlich für die Rostocker Bürgerschaft aktiv und ist dort auch aktuell die Vorsitzende der Fraktion Die Linke. Außerdem ist sie seit 2016 Landtagsabgeordnete hier in unserem schönen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Ja, Frau Kröger, die erste Frage, die Einstiegsfrage. Sie, ich habe es gerade gesagt, seit 11 Jahren sind Sie in der Rostocker Bürgerschaft tätig. Das heißt, Sie müssen das ja mögen. Und unsere Frage, die wir gerne als erstes stellen wollen, was gefällt Ihnen eigentlich am besten bei Ihrer Arbeit in der Rostocker Bürgerschaft? Okay, vielen Dank. Bin ich gut zu hören? Ja, okay, wunderbar. Eben wurde ich nämlich kurz mal aus dem Zoom-Meeting geschmissen und war dann aber kurze Zeit später wieder drin. Also falls ich irgendwie mal weg sein sollte, nicht wundern, dann bemühe ich mich schnellstmöglich zurückzukommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie da sind. Einige Gesichter und Namen kenne ich auch. Wir sehen uns alle nicht zum ersten Mal, glaube ich. Ja, warum? Was macht mir besonders Spaß? Was ich an der Kommunalpolitik so toll finde, ist, dass wir mit Ideen und Diskussionen wirklich etwas verändern können. Also gerade jetzt, da man den Vergleich zur Landespolitik hat, da sitzen wir ja in der Opposition, ist das natürlich auf kommunaler Ebene schon so, wenn jemand eine Idee hat und man das gut argumentieren kann und gut vorbereitet hat, dann suchst du dir Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Und dann kannst du auch Mehrheiten gewinnen. Im Landtag ist das ja relativ fest. Die Regierung beschließt und was die Opposition macht, wird ja leider meistens abgelehnt. Das ist in der Bürgerschaft natürlich anders, sondern da kann man diskutieren, Mehrheiten gewinnen und dann auch wirklich Sachen beschließen. Und jetzt nach 11 Jahren, was eben auch besonders schön ist, man kann konkret vor Ort helfen. Man sieht Veränderungen in der Stadt und das fängt wirklich an bei Kleinigkeiten, dass irgendwo in einem Stadtteil eine Treppe saniert werden muss oder nicht barrierefrei ist, bis hin zu den ganz großen Entscheidungen, Stichwort Theaterneubau oder meinetwegen auch Buga. Also man kann jetzt nach so vielen Jahren auch schon Veränderungen sehen und wenn man dann weiß, dass man da mitwirken konnte, dann ist das schon was, was viel Spaß macht. Gleich hinten rangesetzt, man hört es ja schon, dass Sie für Kommunalpolitik brennen. Und gibt es irgendetwas oder irgendein Anliegen, das Ihnen für die Hansestadt Rostock besonders am Herzen liegt? Und warum? Entscheiden Sie sich für eins. Jetzt soll man sich als Politikerin entscheiden. Das ist ja ganz furchtbar. Ja, also wenn ich mich für eins entscheiden muss, dann sage ich ganz klar, dann ist es der Neubau des Volkstheaters. Ich habe, als ich mit Kommunalpolitik angefangen habe, hatte ich das Glück und zeitgleich das Pech, relativ schnell in den Aufsichtsrat des Volkstheaters zu kommen, den ich dann auch ein paar Jahre leiten durfte. Und das war genau die Zeit, in der die sogenannte Theaterreform der Landesregierung angestoßen wurde und wir ja hier sehr vehement dagegen ankämpfen mussten, dass an unserem Theater gekürzt wird. Das war eine sehr intensive und auch sehr anstrengende Zeit. Und seitdem habe ich eigentlich immer fürs Theater gekämpft, auch für viele andere Kulturschaffende natürlich. Und der Theaterneubau ist schon auf jeden Fall eine Herzensangelegenheit neben vielen anderen Dingen. Das kann ich nicht verschweigen, aber wenn ich mich entscheiden muss, dann ist es der Theaterneubau.
Ja, vielen Dank, Frau Kröger. Ich weiß, es ist nicht einfach, wenn man dann öffentlich sagen muss, dafür brennt mein Herz besonders. Ja, was wir, also in unserem Vorbereitungsgespräch, was ich mit den Teilnehmenden im Vorfeld geführt habe, beziehungsweise was auch als Rückmeldung von etlichen, ja, Bürgern, Bürgerinnen hier aus Rostock zu hören oder zu lesen war, war die Aussage, dass das politische Handeln, also wer das politische Handeln hier in Rostock verfolgt, dass manchmal der Eindruck entstehen kann oder dass der Eindruck entsteht, dass nicht unbedingt das Wohl der Hansestadt im Vordergrund steht, sondern dass man so das Gefühl hat, da sind so gewisse Machtkämpfe aktiv in Rostock, in der zwischen den Fraktionen oder eben auch gerade Fraktion und Oberbürgermeister. Frau Kröger, was denken Sie, warum entsteht dieser Eindruck und können Sie, möchten Sie diesen Eindruck entkräften? Also, dass der Eindruck entsteht, ist absolut nachvollziehbar und das ist auch total erklärbar. Also zum einen ein Stück weit historisch, sage ich jetzt mal, wir hatten mit Roland Medling als Oberbürgermeister viele Diskussionen und tatsächlich auch Streit, das kann man schon Streit nennen. Er hat ja relativ lange während seiner Amtszeit ein ganz bestimmtes Instrument sehr intensiv genutzt und das war der Widerspruch. Also wenn die Bürgerschaft etwas beschlossen hat, dann ist er sehr oft in Widerspruch gegangen, weil er der Meinung war, das schadet jetzt der Stadt oder das ist zu teuer oder wie auch immer. Und dann hat die Bürgerschaft sich gegen diesen Widerspruch aufgelehnt und teilweise haben wir sogar vor Gericht gegeneinander geklagt. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Rostock eine sehr schwierige Haushaltslage hatte und Roland Medling da sehr stringent war, den Haushalt konsolidieren zu wollen, während die Bürgerschaft natürlich auch gestalten will, was oft mit Geld ausgeben zu tun hat. Und ich glaube, dass diese Jahre der sehr harten Diskussion mit Roland Medling also massiv dazu beigetragen haben, dass das Bild entstanden ist, die Bürgerschaft würde immer nur mit dem Oberbürgermeister streiten. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, Streit gehört zur Demokratie dazu. Also wann ist eine Diskussion noch eine Diskussion und wann ist eine Diskussion ein Streit? Aber um die beste Idee zu streiten und um die besten Argumente ist eben auch Teil der Demokratie. Mein persönliches Anliegen ist, dass wir das niveauvoll miteinander machen und respektvoll. Und da behaupte ich jetzt einfach mal nach all den Jahren, dass mir das meistens auch gelingt. Nicht immer, manchmal ist man auch aufgeregt oder emotional. Aber meistens gelingt mir das dann auch sachlich zu argumentieren. Dann kommt dazu, dass die Medien, bestimmte Pressevertreterinnen und Pressevertreter das auch lieben, wenn sie dann ihre Zeitung damit füllen können, wie der Oberbürgermeister sich mit der Fraktion streitet oder wie die Fraktionen miteinander streiten, weil alles, was polarisiert und aufregt, sich aus Sicht der Medienvertreter auch gut verkauft. Und deswegen wird auch oft, glaube ich, ein Streit sehr aufgebauscht, wenn das gar kein richtiger Streit ist. Weil ich muss sagen, dass die Fraktionen untereinander wirklich größtenteils ein sehr gutes Miteinander haben. Wir ganz, ganz viel reden, ständig uns treffen, telefonieren und jetzt natürlich auch die digitalen Möglichkeiten nutzen, uns permanent auszutauschen. Wir haben alle den Anspruch, möglichst viele Informationen auszutauschen, damit eben wir alle den gleichen Sachstand haben und dann auch politische Unterschiede natürlich am Ende des Tages dann ins Gewicht fallen. Aber eigentlich ist die Diskussionskultur viel besser, als man denkt. Und oft sind das nur ganz kleine Momente, die dann auch in so einer Sitzung mal rausstechen, wo es dann wirklich mal hart zur Sache geht. Und daran erinnern sich dann hinterher alle. Aber dass im Vorfeld wochenlang ganz konstruktiv diskutiert wurde und auch während der Sitzung noch, das wird dann oft leider gar nicht mehr so wahrgenommen. Aber die Diskussionskultur ist wirklich viel, viel besser als ihr Ruf, das muss man ganz klar so sagen. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, die Mitglieder der Bürgerschaft machen das alle im Ehrenamt. Und da finde ich, sollten wir uns auch darum kümmern, wer sich so ein Ehrenamt ans Bein bindet, das extrem zeitintensiv ist. Das sollte auch immer irgendwie ein bisschen Spaß machen. Und Spaß macht es eigentlich nur, wenn man vernünftig miteinander umgeht. Und diesen Anspruch teilen sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen in der Bürgerschaft. Gut zu hören. Nichtsdestotrotz ist die Arbeit in der Rostocker Bürgerschaft kontrovers. Ich glaube, ein sehr viel diskutierter Stoff.
war auch die Buga 2025. Sie hatten sich ja dagegen ausgesprochen, stattfinden wird sie nun. Und in Anbetracht dieser kurzen Zeit, die noch übrig bleibt, finde ich es persönlich sehr, sehr sportlich, die Vorhaben, die geplant sind, bis 2025 tatsächlich umzusetzen. Umso wichtiger ist es, dass wirklich alle Fraktionen oder alle Beteiligten an einen Strang ziehen, um Entscheidungen schnellstmöglich voranzutreiben. Frau Kröger, wie ist es für Sie, in der Rostocker Bürgerschaft ja jetzt mitzugestalten oder an einem Projekt mitzuwirken? Ja, woran vielleicht gar nicht Ihr Herz hängt? Ja, das ist letztlich Demokratie. Also die Bürgerschaft hat mehrheitlich entschieden, wir tun's. Und wir haben versucht, sozusagen unsere Sorgen und Ängste im Vorfeld der Buga darzustellen. Die kann ich dann auch gerne nochmal erörtern, falls das gewünscht ist. Aber die Frage war ja jetzt eine andere. Also wir bringen uns da ganz konstruktiv kritisch ein, ganz klar. Wir arbeiten im Buga-Ausschuss mit. Wir diskutieren auch in der Bürgerschaft mit, weil eine Mehrheit hat es entschieden. Und ich erwarte ja genauso von meinen Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Fraktionen, wenn eine Mehrheit entschieden hat, ein anderes soziales Projekt zu machen, oder nehmen wir nochmal unser Beispiel Theaterneubau, wenn die Bürgerschaft entschieden hat, wir tun's, dann erwarte ich natürlich auch von den Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht mal dagegen waren, dass sie sich jetzt konstruktiv einbringen. Und das machen wir als Linke auch. Es gibt natürlich ein paar Sachen, da gucken wir ein bisschen genauer hin, die so aus unserer grundkritischen Haltung resultieren. Also beispielsweise ist so eine ganz wichtige Sache für mich, dass ich nicht möchte, dass, wenn die Stadt dieses Mammutprojekt jetzt schultert, dass in anderen Stadtteilen wichtige Projekte liegen bleiben. Also wir haben ja noch einen Haufen Schulen und Sportstätten, die zu sanieren sind. Wir haben andere Kulturprojekte, soziale Projekte, die müssen auch passieren. Und das darf natürlich nicht sein, dass die Stadt sich dann mit so einer Last so lange konzentriert oder darauf so lange konzentriert und in anderen Stadtteilen bleiben Sachen liegen. Und da versuchen wir gerade so ein bisschen die Rolle der Aufpasserin sozusagen zu übernehmen und das immer noch mit im Blick zu haben. Ansonsten will ich vielleicht an der Stelle nur auch gleich vorwegnehmen, weil Sie es angesprochen haben. Ich glaube, dass selbst die Befürworterinnen der Buga inzwischen davon ausgehen, dass nicht jedes Teilprojekt tatsächlich fertig wird bis zur Gartenausstellung an sich. Also das eine ist ja die Gartenschau, die da im Frühjahr 25 organisiert werden muss, und das andere sind ja die ganzen großen investiven Projekte wie die Brücke oder wie ein Wohnquartier. Und ich glaube, dass selbst die Befürworterinnen inzwischen schon davon ausgehen, dass nicht jedes dieser Großprojekte fertig wird, bis die Gartenausstellung beginnt. Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Und können Sie vielleicht, also das, so geht es mir, also jetzt nicht nur bei der Buga, sondern auch bei anderen Projekten, die die Stadt befassen. Klar kriegt man überall Informationen her, man kann sich die raussuchen. Aber ich habe noch nicht ganz so rausgefunden, was jetzt der aktuelle Stand der Buga ist. Wie sind so die nächsten Schritte? Wo stehen wir aktuell bei der Hanse und Universitätsstadt Rostock bei der Umsetzung? Mache ich sehr gerne. Ansonsten nur der Hinweis, ich habe gerade im Chat eine Frage gesehen, die habe ich mir aufgeschrieben, die geht nicht unter, da gehe ich dann später auf jeden Fall drauf ein, habe ich mir schon notiert. Wie ist der aktuelle Stand? Der Stand ist so, dass die Bürgerschaft jetzt auch nach vielen Diskussionen entschieden hat, dass eine Buga GmbH gegründet werden soll, und zwar auf Grundlage der IGA GmbH, weil man davon mehrheitlich ausgegangen ist, dass bei der IGA ja schon ein gewisses Know-how da ist, also Wissen da ist, wie man eine Gartenausstellung macht und pflegt. Und deshalb soll auf Grundlage dieser IGA GmbH nun eine Buga GmbH gebildet werden. Und da ist man sehr fleißig dabei, weil natürlich viel Personal und Fachpersonal gebraucht wird, um ein solches Projekt stemmen zu können. Das heißt, die Verwaltung sucht jetzt auch nach Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern für diese Buga GmbH und nach Fachkräftepotenzial. Das ist gerade eine ganz wichtige Aufgabe, damit es losgehen kann sozusagen. Ansonsten werden die ganzen Teilprojekte, die es bei der Buga gibt, die werden fortlaufend auch jetzt weiter geplant, es wird weiter an Details gearbeitet. Was kommt genau in diesen Stadtpark und wie sehen die Details aus? Diese Planungen, ne, die laufen fort, die gehen weiter.
Und dann wird jetzt natürlich auch ausgeschrieben, weil für diese viele Projekte brauchst du natürlich auch Planungsbüros, die das Ganze dann nochmal detaillierter machen und genauer quasi abbilden, was nun passieren kann, weil erst dann kannst du ja auch Baufirmen beauftragen, die dann diese Aufträge übernehmen. Also das heißt, das sind schon sehr große und wichtige Schritte, die in den nächsten Monaten getan werden müssen, gerade eben auch, um Personal zu finden, um Firmen zu finden, die dann all diese Aufgaben, und zwar schnellstmöglich, weil die Zeit drängt, dann auch umsetzen müssen. Also da ist schon gerade sehr, sehr viel zu tun auf Seiten der Verwaltung. Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung dieser Schritte. Auch die Sanierung des Schnattermanns wurde ja als WUGA-Projekt ins Rennen geschickt. Und da sprach man von 3,3 bis 5,2 Millionen, die die Sanierung eventuell kosten soll. Also viel Geld, wir sprachen ja gerade darüber, viel Geld, dass die Stadt eventuell lieber in andere Projekte investieren sollten, das aufgebracht werden müsste, um den Schnattermann ja, zu sanieren. Frau Krüger, wie stehen Sie zu diesen geplanten Investitionsmaßnahmen? Also wenn es jetzt um den Schnattermann an sich geht, das ist ja heute, wenn mich nicht alles täuscht, ist es diese Woche in mehreren Ausschüssen Thema. Unter anderem auch im Wirtschaftsausschuss, der wird sich damit befassen, und im Finanzausschuss war es, glaube ich, auch schon. Was man erstmal sagen muss, ist, dass es beim Schnattermann eine ganz große Mehrheit gibt, die sagt, wir wollen die Fahrgastschifffahrt dort am Hafen Schnattermann jetzt erstmal provisorisch wieder errichten und dafür Geld in die Hand nehmen und aber auch zusätzliche Anliegeplätze für also private Boote, für Sportboote. Auch das soll möglich gemacht werden, und da gibt es eine sehr breite Mehrheit, die das auch möchte. Was die grundsätzliche Sanierung, die grundsätzliche Entwicklung dieses Gebietes angeht, auch da gibt es eine Mehrheit, die das gerne möchte. Ob das wirklich im Zusammenhang mit der BUGA jetzt noch leistbar ist und auch in der Kürze der Zeit leistbar ist, das ist tatsächlich gerade strittig. Ich gehe davon aus, dass man nicht versuchen wird, das noch mit ins BUGA-Feld zu rutschen und zu sagen, das versuchen wir im Zusammenhang mit der BUGA, auch mit der BUGA-Förderung zu machen, sondern dass sich am Ende eine Mehrheit dazu entscheidet, ja, wir wollen auch eine Zukunftsidee für diesen Bereich, wir wollen das auch zukünftig entwickeln. Dort gibt es auch einen sogenannten Bebauungsplan, und auf Grundlage dieses Bebauungsplans können wir auch arbeiten. Die Mehrheit gibt es, also auf jeden Fall ist das ein Areal, das man weiterentwickeln will und für das man auch Geld in die Hand nehmen möchte. Und die konkreten Beschlüsse dazu werden jetzt im Laufe der Woche gefällt. Und das finde ich auch richtig. Also ist auch ganz zugegebenermaßen in unserem Sinne, dass wir eben auch schauen, dass an anderen Orten, wo jetzt Defizite aufploppen, sagen, wir kümmern uns auch um diese Bereiche und fokussieren uns eben nicht nur auf das Teilgebiet rund um die Warnow mitten in der Innenstadt, Entschuldigung, sondern sehen eben auch andere Sachen, die gemacht werden müssen. Also ich bin da ganz optimistisch, dass für den Schnattermann sowohl kurzfristig als auch langfristig eine gute Lösung gefunden wird. Okay. Ja, also investiert wird oder soll nicht nur ein Schulprojekt oder eventuell auch der Schnattermann werden, sondern vor allem in Wohnungsbauprojekte. Das ist ja das, was die Hansestadt Rostock schon seit längerem sehr umtreibt. Ich habe noch eine Pressemitteilung von 2019 gefunden, dass eine Vereinbarung zur Weiterentwicklung des Rostocker Wohnungsmarktes für die Jahre 18 bis 23 unterzeichnet wurde. Und zwar 9.600 Wohnungen sollen in diesem Zeitraum gebaut werden. Ja, der Wohnungsbaumarkt hat auch immer was mit Sozialwohnungen zu tun. Beispiel Tierfelder Straße. Es werden da ja aktuell 147 Wohnungen gebaut und davon sind insgesamt 7 Sozialwohnungen. Und wenn man das mal ins Verhältnis setzt, scheint das doch relativ wenig. Und unsere Frage war, wer oder wie wird überhaupt entschieden, dass so ein großes Wohnungsbauprojekt, ne, was die WERO leitet, dass dort
ja, nur eine geringe Anzahl von Sozialwohnungen entstehen. Wie wird das in der Bürgerschaft besprochen? Wie ist da so die Machart? Ja, auch ein weites Themenfeld, da kann man viele Stunden drüber reden. Ich mache natürlich kein Geheimnis daraus, dass ich großer Fan des sozialen Wohnungsbaus bin, damit auch auf Landesebene viel zu tun habe. Das liegt immer ein bisschen an der Rechtsgrundlage. Also wenn wir ein Wohnungsunternehmen haben, das im Baurecht die Möglichkeit hat, letztlich so zu bauen, also relativ frei zu bauen, wie das Wohnungsunternehmen es wirtschaftlich findet, dann sind die Mitsprachemöglichkeiten der Kommune tatsächlich begrenzt. Meistens haben wir jedoch die Möglichkeit, dass wir allein darüber, dass das Grundstück uns gehört, dann doch ganz wesentlich mitbestimmen können, was dort und wie dort gebaut werden soll. Das Wohnungsunternehmen, bleiben wir mal dabei, der Giro, hat natürlich eine Idee. Die gucken in den eigenen Bedarf und sagen, oh, ich habe hier ganz viele Anfragen von großen Familien oder von jungen Leuten, die kleine Zimmer suchen. Die planen also einen Wohnungsbau nach ihren eigenen Bedarfen und nach der eigenen Wirtschaftlichkeit. Dann geht das Ganze in den Aufsichtsrat. Da wird dann das erste Mal diskutiert, ob das so in Ordnung ist oder nicht. Und dann landet es natürlich sehr oft auch noch in den Gremien der Bürgerschaft, zum Beispiel auch in den Ortsbeiräten. Der Punkt ist, dass wir nur bedingt eine Möglichkeit haben, ich sage es mal so, Wohnungsunternehmen dazu zu zwingen und zu sagen, du kriegst, darfst hier nur bauen oder du kriegst das Grundstück nur von uns, wenn meinetwegen 30% deiner Wohnungen sozialer Wohnungsbau sind, was ja dann meistens auch über eine Landesförderung subventioniert wird, also kofinanziert wird. Da sind unsere Möglichkeiten tatsächlich sehr begrenzt. Und im Zweifel sitzen die Wohnungsunternehmen das dann auch einfach aus. Aktuell ist es so, dass wir in Rostock in den letzten Jahren also ungefähr nur 180 neue Sozialwohnungen gebaut haben, was sehr wenig ist, weil zeitgleich sind in den letzten Jahren ganz, ganz viele Sozialwohnungen aus der sogenannten sozialen Bindung gefallen. Also sowas wie Sozialwohnungen gibt es ja schon viel länger. Das ist ja keine neue Idee. Also da muss man auch mal sagen, da gab es zu DDR-Zeiten ja noch ganz andere Vorstellungen davon, wie man günstig und gut wohnen kann. Aber da sind viele Wohnungen aus der sozialen Bindung gefallen. Die Mieten sind gestiegen, das wissen Sie ja alles. Und die Viro, muss ich an der Stelle sagen, konnten wir in den letzten Jahren, also wie sagt man, langsam ernährt sich das Eichhörnchen oder wie sagt man, ein bisschen davon überzeugen, dass das doch ganz gut ist. Auch an attraktiven Standorten, wo die Mieten dann nachher am Ende relativ hoch sind, auch Sozialwohnungen einzubinden. Das hat viele, viele Gründe, warum das gut ist. Und da zeigt sich die Viro jetzt inzwischen offener. Deshalb werden überhaupt auch Sozialwohnungen integriert. Ansonsten hat die Wohnungsgesellschaft Schifffahrt-Hafen, die Wohnungsgenossenschaft Schifffahrt-Hafen schon Sozialwohnungen gebaut und es gibt auch einen privaten Anbieter in Rostock, der das schon gemacht hat. Könnte aus meiner Sicht viel, viel mehr sein, aber da ist tatsächlich die Daumenschraube, sag ich mal, die man als Kommune hat, ein Stück weit begrenzt. Am Ende obliegt es meistens dem Unternehmen selbst, ob sie dann Sozialwohnungen integrieren oder nicht. Was wir allerdings natürlich machen können, ist, wenn wir so neue Quartiere entwickeln, wie zum Beispiel den Roten Pol oder die Bebauung da am Rosengarten, die auch sehr strittig war, dadurch, dass das alles unsere Grundstücke sind und wir dort die Bebauungspläne machen, da hat die Bürgerschaft dann schon die Möglichkeit zu sagen, wer hier den Zuschlag bekommt, wer hier bauen kann, da wollen wir niedrige Mieten, da wollen wir auch so und so viele Sozialwohnungen, das geht schon. Wir haben vor einiger Zeit, das ist jetzt schon mehrere Jahre her, als ersten Schritt dazu ein Wohnungsbaubündnis in Rostock gegründet. Und in diesem Wohnungsbaubündnis sind sowohl die Viro als auch die Genossenschaften sind dort Mitglied. Und in diesem Wohnungsbaubündnis, das war so die Zielstellung, dass man gemeinsam auch die soziale Wohnraumentwicklung in Rostock im Blick hat, damit eben nicht nur neue Luxuswohnungen entstehen und teure Wohnungen entstehen, weil es eben zurzeit auch aufgrund der Baukosten so ist, dass man tatsächlich, wenn man neu baut, da muss ich auch die Viro ganz klar in Schutz nehmen und auch jede Genossenschaft, wenn man neu baut, dann kannst du hinterher aufgrund der enormen Baukosten, die wirklich explodiert sind in den letzten Jahren und auch weiter explodieren, also unter 8,90 Euro bis 9 Euro, also man kann eigentlich sagen 9 Euro den Quadratmeter, ist das schon gar nicht mehr wirtschaftlich. Ich muss nachher 9 Euro nehmen, mindestens, wenn nicht gar mehr, damit das irgendwie wirtschaftlich ist.
Und das ist natürlich schon ein dickes Brett, ne? Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass die Landesregierung im letzten Jahr ihre Wohnraumförderung noch mal ein bisschen verbessert hat. Sie ist noch nicht ideal, aber sie ist verbessert. Dass eben auch in Rostock nicht nur im ersten Segment, wie man sagt, also unter 5,50 Euro dann nachher Sozialmietewohnungen gebaut werden können, sondern auch bis 6,80 Euro dann Mieten noch staatlich gefördert werden. Aber wie gesagt, sozialer Wohnungsbau ist auch ein Riesenthema, warum das gut ist und wichtig ist in Rostock, weil wir natürlich einfach die Situation haben, das wissen Sie auch, dass wir auch aufgrund der Stadtentwicklungsgeschichte und auch falscher politischer Entscheidungen die Situation haben, dass hart verkürzt viele Menschen, die Geld haben oder es sich aufnacken, einen Großteil ihres Geldes für die Miete auszugeben, im innerstädtischen Bereich wohnen, während viele andere, die über weniger Einkommen verfügen, in den sogenannten, wie wir früher gesagt haben, Plattenbausiedlungen wohnen, darf man heute aus politischen Gründen nicht mal sagen. Heute nennt man das Großwohnsiedlungen, die also in diesen Großwohnsiedlungen wohnen. Und das macht eine soziale Trennung, eine soziale Spaltung, die in Rostock ganz massiv ist und für uns auch ein Problem ist. Und der soziale Wohnungsbau wäre natürlich eine Möglichkeit, ein wichtiges Instrument da besser zu durchmischen, was mir persönlich auch sehr wichtig wäre. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir können das an manchen Punkten beeinflussen und da tun wir es auch, aber eben nicht immer. Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, die unterschiedlichen Stadtteile, die ja hier in Rostock ganz individuell sind, nicht nur in der Wohnungsbausituation. Trotzdem muss ja jedem Stadtteil die gleiche Aufmerksamkeit zuteil werden. Und ja, zur Unterstützung der Bürgerschaft gibt es ja beispielsweise die Ortsbeiräte, die über die aktuelle Situation informiert, oder aber auch die Stadtteilmanager oder die Stadtteilmanagerin, die sich als bewährtes Kommunikationsinstrument zwischen den Bürgern oder den Einwohnerinnen, Einwohner und der Politik etabliert hat. Und trotzdem gibt es da noch einige Baustellen hier in Rostock und einige Wünsche, die da offen sind. Und ich zähle jetzt einfach mal hintereinander drei auf. Und ich würde mich freuen, wenn Sie vielleicht im Anschluss eine Stellungnahme dazu geben. Die erste Frage ist, warum hat das Hansaviertel eigentlich keinen Begegnungsort, ne? So wie es in den anderen Stadtteilen auch gibt, was ja wirklich als Ort der Kommunikation dient, nicht nur für die Bevölkerung als Aktivierungshaus, sondern tatsächlich auch so ein Ort der Begegnung, ob es da jetzt irgendwelche Treffen gibt für den Ortsbeirat oder wie auch immer. Die andere Frage war eine ganz spezielle Frage, oder was heißt eine explizite Frage? Es geht um den Stadtteil Schmal. Warum ist eigentlich die Stelle des Stadtteilmanagers oder der Stadtteilmanagerin immer noch unbesetzt? Woran hapert es? Ja, also die Rückmeldung war, dass es wirklich hervorragend war, so einen Stadtteilmanager oder eine Stadtteilmanagerin vor Ort zu haben. Und die dritte Frage, es geht auch um Schmal, hat ein bisschen damit zu tun, auch einen Stadtteil attraktiver zu machen. Und zwar war die Frage, warum ist es nicht möglich, den Stadtteil Schmal genauso gut wie die anderen Stadtteile im öffentlichen Verkehrsnetz einzubinden. Ja, dann fange ich vielleicht mal mit dem letzten gleich an. Die Anbindung der Stadtteile mit Bussen und Bahnen ist natürlich ein ganz wichtiges Thema und auch eine wichtige Möglichkeit, diese Stadtteile attraktiv zu halten und zu machen und natürlich dafür zu sorgen, dass die Menschen, die da wohnen, problemlos überall hinkommen. Das ist ja gut für die eigene Mobilität, dass ich meine Familie, meine Freunde sehen kann, dass ich zu Kulturveranstaltungen kann, dass ich mich frei durch die Stadt bewegen kann. Und natürlich ist es auch ökologisch sinnvoll, das zu machen. Der Ausbau des Nahverkehrs hat immer mit Geld zu tun. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Alle wollen das. Alle wollen noch mehr Nahverkehr in Rostock, mehr Straßenbahn, mehr Bus,
Nun muss man dazu sagen, dass der Ausbau des Straßenbahnnetzes inzwischen auch aufgrund gestiegener Baukosten extrem teuer ist. Also für jeden Kilometer Schiene, den wir legen, da geben wir sehr, sehr, sehr viel Geld aus. Also das sind Millionenbeträge. Und das schaffen wir als Stadt natürlich nicht allein, sondern da sind wir immer darauf angewiesen, dass beispielsweise das Land uns dann auch Geld gibt für solche Straßenbahnausbauprojekte. Deshalb bin ich auch dafür zu sagen, da wo man Straßenbahn legen kann, wo es wirklich sinnvoll ist, das sollte man versuchen und da auch weiter beim Land streiten, dass es Unterstützung gibt. Ansonsten ganz klar bei den Stadtteilen Groß, Klein und auch Schmal ganz eindeutig bessere, mehr Busverbindungen. Also Busse sind immer eine Möglichkeit, da auch nochmal auszuhelfen. Und diese Konzepte gibt es. Also es gibt bei der RSAG ganz wunderbare Konzepte zur Erweiterung des Nahverkehrsnetzes auch in den Stadtteil Schmal, so wie beispielsweise auch Groß, Klein, Reutershagen und noch viele weitere. Wenn es nach der RSAG ginge, sofort. Und wenn es nach uns ginge, natürlich auch. Aber am Ende muss Geld dafür da sein, weil ich muss ja nicht nur einen Bus kaufen, der an sich schon viel Geld kostet. Also da ist man auch geschmeidig mal mit weit über 1 Million Euro dabei. Sondern ich brauche natürlich dann auch Personal, eine Busfahrerin, einen Busfahrer, damit diese Linie auch bedient wird. Und da ist dann tatsächlich ganz oft das Geld einfach das Problem, weil der Nahverkehr ist hochsubventioniert, der trägt sich ja gar nicht von alleine, sondern logischerweise nur mit staatlicher Förderung. Wir haben in Rostock das ganz, ganz große Glück, dass wir die Gewinne, die die Stadtwerke AG macht, das sind immer so 11 bis 14 Millionen pro Jahr, und diese Gewinne wandern 1:1 in die Finanzierung unseres Nahverkehrs. Das macht Rostock schon ein paar Jahre so. Gott sei Dank, das hilft uns natürlich. Wir bezahlen ja auch inzwischen noch anderweitig aus der Stadtkasse Nahverkehrsangebote, so zum Beispiel das Schülerticket, das ja dann eingeführt wurde. Ansonsten versucht die RSAG natürlich selbst auch über Sparkonzepte und Rücklagen solche Investitionen möglich zu machen. Und dann gibt es natürlich einen ganzen Batzen Landesförderung, damit hier unser Nahverkehr finanziert wird. Wobei ich auch da sagen muss, da hätte ich mir schon ein bisschen mehr gewünscht und ein bisschen mehr Steigerung in den letzten Jahren. Das ist mir persönlich zu wenig. Da kann man keine großen Schritte machen. Aber das muss ich ganz klar sagen zur Anbindung der Stadtteile im Nordwesten gibt es eine klare Mehrheit, auch in der Bürgerschaft, die das viel besser haben möchte und besser haben will und die RSAG sowieso. Sondern da ist am Ende bisher immer nur die Frage der Finanzierbarkeit im Mittelpunkt. Wer bezahlt uns das? Macht es die Stadt? Macht es das Land? Und wenn man da gegen verschlossene Türen läuft, dann ist das natürlich nicht so einfach. Aber da kann ich Ihnen definitiv versprechen, dass das ein Dauerbrenner ist auf kommunaler Ebene und auch bei der RSAG selbst ein Dauerbrenner ist. Und dass es da in den nächsten Jahren auch Verbesserungen geben wird. Die sind nämlich schon fest eingeplant. Warum es in Schmal, warum die Stelle des Stadtteilmanagers in Schmal noch nicht besetzt ist, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ich habe aber eben gerade nebenbei schon eine Kollegin angeschrieben von vor Ort und die Frage einfach mal weitergeleitet. Vielleicht hilft mir der Telefonjoker an der Stelle. Das weiß ich nicht, warum die noch nicht besetzt ist. Ich weiß aber, dass wir in den letzten Jahren in der Bürgerschaft immer wieder die Situation hatten, dass wir Stadtteilmanager stellen, dann auch ganz bewusst per Beschluss in der Bürgerschaft beantragt haben, diese Stelle ist wieder zu besetzen. Und das haben wir beschlossen und dafür wurde dann auch Geld eingestellt und dann wurde das auch gemacht. Weil Stadtteilmanagerinnen und Stadtteilmanager, kann ich alles unterschreiben, was Sie gesagt haben, sind unglaublich wichtige Bezugspersonen und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren im Stadtteil. Die machen auch alle eine großartige Arbeit, ganz, ganz wichtig. Und das sind auch Stellen, da gibt es auch eine klare Mehrheit in der Bürgerschaft, die solche Stellen erhalten will und auch finanzieren will. Warum die nun noch nicht besetzt ist, weiß ich nicht. Wenn die Antwort noch kommt, dann liefere ich das natürlich sehr gerne nach. Warum es im Hansaviertel kein SBZ gibt? Ja, also Stadtteil- und Begegnungszentren oder Mehrgenerationenhäuser, die ja nochmal aus einer anderen Fördergeschichte heraus entstanden sind, hätte ich gerne in jedem Stadtteil, auch in Warnemünde. Auch wenn man erstmal sagt, Mensch, in Warnemünde, da wohnen doch nur Reiche mit Ferienwohnungen und denen geht's gut. Das ist ja mitnichten so, sondern in Warnemünde wohnen auch viele Rostockerinnen und Rostocker, die nicht so viel Geld haben. Es wohnen viele Menschen dort, die inzwischen auch schon ein bisschen älter sind, die sich ihren Treffpunkt wünschen, die sich auch einen Ort wünschen, wo sie zusammenkommen können. Und das kann ich
zu 1000% nachvollziehen, genauso auch wie der Wunsch des Hansa-Viertels zu sagen, wir hätten hier auch gerne einen eigenen Raum, weil man kann die Leute auch nicht immer damit trösten zu sagen, naja, aber ihr habt ja Infrastruktur vor Ort, ihr habt ja Restaurants und Cafés und geht doch da mal hin. Da muss ich auch jedes Mal was bezahlen, wenn ich da sitze und mich da treffe. Und wenn die schon so großzügig sind, dass sie keine Miete nehmen für die Angebote, die da stattfinden, muss ich aber trotzdem immer irgendwie was kaufen. Und das ist auch alles keine Lösung. Beim Stadtteil- und Begegnungszentren, die Standorte, das liegt an der Förder- und Entstehungsgeschichte. Also welche Förderprogramme wurden aufgelegt, um für bestimmte Stadtteile, wenn die dann in die Förderung gekommen sind, dann Gelder zur Verfügung zu stellen. Oft ist das ja eine Gemeinschaftsfinanzierung aus Bund, Land und Land und Kommune. Das hing oft an Fördergebieten, dass dann dort eben ein Stadtteil- und Begegnungszentrum entstanden ist. Und über die Jahre hat man natürlich gemerkt, was es kostet, wenn man ein Stadtteil- und Begegnungszentrum betreibt. Man braucht Personal, die Immobilie muss finanziert werden und die Angebote auch. Und inzwischen ist es eben so, dass wenn es eine solche Fördermöglichkeit nicht gibt für einen Stadtteil, weil der vielleicht kein soziales Fördergebiet ist und nicht kategorisiert ist als soziales Fördergebiet, dann bekommt man auch keine Fördermittel für einen solchen Bau. Und dann müsste die Kommune von alleine sagen, wir wollen das jetzt, wir finanzieren das jetzt, dann muss ich ein paar Millionen in die Hand nehmen, um das Haus zu bauen. Ja, okay, aber dann muss ich es eben auch betreiben. Und das ist dann oft was, da schreckt die Stadt dann vor zurück, weil das sind natürlich logischerweise dauerhafte Kosten, die dann über Jahre hinweg auftreten. Und da ist aber nicht nur Rostock, sondern das muss ich ganz klar sagen, auch eigentlich die meisten anderen Städte so, dass über das geförderte Maß hinaus eigentlich eigene Extraorte dann gar nicht entwickelt werden, weil die Stadt dann einfach die laufenden finanziellen Kosten scheut. Ich kann Ihnen aber sagen, dass die Entwicklung von Stadtteil- und Begegnungszentren ein sehr strittiges Thema ist. Um es mal ganz hart zu sagen, bevor Warnemünde oder das Hansaviertel ein eigenes SBZ bekommt, müssen wir uns noch durch den dicken Brocken beißen, dass eigentlich das Stadtteil- und Begegnungszentrum in der Südstadt inzwischen viel zu klein ist, dass das Stadtteil- und Begegnungszentrum in Dirkow, obwohl das noch relativ neu ist, inzwischen eigentlich auch schon wieder zu klein ist und aus allen Nähten platzt, weil der Bedarf eben steigt. Auch gerade im Bereich, also oder auch im Bereich der Jugendarbeit, der Bedarf ganz doll steigt. Und da haben wir es schon schwer, für eine entsprechende Sensibilität zu kämpfen, zu sagen, können wir da nicht nochmal Geld in die Hand nehmen oder nochmal einen Sozialarbeiter, eine Sozialarbeiterin mehr einstellen oder nochmal einen Anbau machen, weil es so eng wird. Und wenn ich da schon so dicke Bretter bohren muss, dann weiß ich, was passiert, wenn ich mit der Idee um die Ecke komme, ich brauche jetzt fürs Hansaviertel mal noch ein SBZ. Also da will ich keine Illusionen schüren, das wäre auch unehrlich, dass sowas einfach so nebenbei zu leisten ist, ist eine ganz schwierige Kiste. Ich finde die Frage aber toll, ehrlich gesagt. Ich würde mir das auch noch mal näher angucken, woran es jetzt ganz konkret beim Hansaviertel liegt. Ich kenne, wie gesagt, nur den Zusammenhang mit Fördergebieten, soziale Stadt und so weiter. Ich finde das aber eine spannende Frage und ich finde sie politisch auch berechtigt. Wenn wir so viel Geld für Infrastrukturprojekte auch im Zusammenhang mit einer BUGA ausgeben, dann ist es berechtigt, dass auch aus dem Ortsteil Hansaviertel heraus die Frage kommt, und warum kriegen wir dann kein SBZ? Das ist okay. Das finde ich eine berechtigte Frage und die nehme ich gerne mit. Ja, vielen Dank, Frau Kröger. An dieser Stelle möchte ich an meine beiden Co-Moderatoren weiterleiten. Die hatten nämlich, sehr aktiv das politische Handeln hier in Rostock verfolgen und natürlich auch ihre Arbeit im Landtag, hatten noch so drei Fragen, die sie gerne persönlich selbst im Nachgang stellen wollten. Und deshalb würde ich als erstes einmal an Frau Borch übergeben. Stichwort Kultur, Güter und Vorstandsarbeit im COD. Frau Borch, es würde mich freuen, wenn Sie Ihr Mikrofon einmal freischalten und Ihre Frage direkt an Frau Kröger stellen. Ja, mit den Kulturgütern, das ist mir aufgefallen. Wir waren in Schwerin, werden Sie sich sicherlich erinnern, Frau Kröger, im letzten Jahr zu dem Treffen der Seniortrainer und Seniortrainerinnen. Ich muss ja auch gendergerecht sprechen.
Und da haben Sie sich, ich sag mal, mit viel Engagement dazu geäußert, dass es in Malerinnen und Künstlerinnen in Mecklenburg-Vorpommern gibt, die nicht wissen, was sie praktisch mit ihrem Nachlass machen. So habe ich das jedenfalls verstanden. Das hat bei mir irgendwie assoziiert, also Nachlass im privaten Bereich bin ich da ja selber verantwortlich für. Da mache ich mein Testament und da setze ich meine Erben ein. Wie ist da der Zusammenhang? Warum muss man sich darum kümmern? Ja, vielen Dank. Warum, also ist auch eine Herangehensweise zu sagen, wenn ich Künstlerin und Künstler bin und meine Werke da schaffe, dann ist es auch meine Verantwortung, darüber nachzudenken, was damit passiert, wenn ich vielleicht nicht mehr bin. Das würde ich insofern ein bisschen anders sehen, weil es eben oft so ist, dass wenn dann eine, also oft sind die Künstlerinnen und Künstler selbst damit überfrachtet, also selbst wenn sie festlegen wollen oder sich kümmern wollen, was von ihrem eigenen Werk erhalten bleibt, dann fällt es ihnen oft schwer zu entscheiden, was eigentlich und an wen eigentlich. Und die Realität ist, dass sich viele bildende Künstlerinnen dann an örtliche Museen wenden oder an den selbst, ans Kultusministerium und sagen, ja, so viele tolle Bilder, wenn ich mal nicht mehr bin, möchtet ihr die nicht nehmen, möchtet ihr die nicht ausstellen? Und der Staat reißt natürlich immer die Hände hoch und sagt, wir wissen gar nicht, wo wir das lagern sollen, wir wissen auch nicht, wo wir es ausstellen sollen und Geld können wir schon mal gar nicht dafür geben. Das heißt, auf der einen Seite habe ich den Bedarf aus der Kunst selbst, die selbst auf die öffentliche Hand zutritt und sagt, ich habe hier etwas, was einen künstlerischen oder emotionalen oder regionalgeschichtlichen, auch das ist ein wichtiger Aspekt, Wert hat. Und das möchte ich gerne überlassen, das möchte ich gerne auch ausstellen, auch über meinen Tod hinweg. Und der Staat sieht sich damit eigentlich, also hier in Mecklenburg-Vorpommern, aktuell sehr überfordert mit, darauf überhaupt einzugehen. Oder wir lassen dann die Angehörigen alleine damit, dass wenn jemand dann verstorben ist, dass die ins Atelier kommen und wir haben wirklich eine hohe Dichte an bildenden Künstlerinnen und Künstlern in Mecklenburg-Vorpommern und auch sehr, sehr gute dabei. Und dann kommen die Angehörigen in die Situation, gar nicht zu wissen, was sie damit machen sollen. Und dadurch wird sehr viel weggeschmissen. Also Kulturgut wird weggeschmissen. Und für mich ist Kulturgut, und deshalb sehe ich da eine staatliche Verantwortung, das sind Künstlerinnen und Künstler, die hier leben, die hier wirken. Dadurch fühle ich schon automatisch eine Verbindung. Viele, die hier auch aufgewachsen sind, die hier selbst künstlerisch gebildet worden sind. Und dann gibt es natürlich auch viel Kunst und Kultur, die einen regionalgeschichtlichen Bezug hat, die also auch einen historischen Bezug zu Mecklenburg-Vorpommern oder einzelnen Regionen hat, die aus meiner Sicht erhaltenswert ist. Und um da auch keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, wenn wir einen Weg finden, und das wird ein langer Weg, ich bin da auch gerade auf Landesebene ganz aktiv mit dem Versuch, eine Lösung zu finden. Wenn wir eine Lösung finden, dann heißt es nicht, dass wir für alle Künstlerinnen und Künstler im Land sagen können, sortiert euer Nachlass, wir übernehmen das. Also das wird sowieso nichts, das schaffen wir gar nicht, weil das ist viel zu viel, sondern ich möchte einfach, dass es ein Gremium gibt und aus meiner Sicht ist es möglich, in dem Expertinnen und Experten sitzen, die, wenn wir in eine Nachlasssituation kommen, den Nachlass zusammen mit der Familie sichten und dann auswählen und sagen, die und die Werke sind aus unserer Sicht bewahrenswert, ist bewahrenswertes Kulturgut und dass dann eine Empfehlung an staatliche oder auch private Einrichtungen geht, dieses Kulturgut zu archivieren, zu bewahren oder auch für die kulturelle Bildung zu nutzen, natürlich auch für die schulische Bildung zu nutzen. Aber es ist ein super kompliziertes Thema, gar keine Frage. Aber um Ihre Frage, Frau Beuch, ganz klar zu beantworten, ich möchte das nicht, ich möchte die Künstlerinnen und Künstler damit nicht das in ihrer alleinigen Verantwortung überlassen oder der Verantwortung der Angehörigen, sondern ich möchte als Staat wenigstens ein Angebot machen, zu sagen, ich sichte und ich versuche zu bewahren und für andere Generationen zu erhalten. Wer das Angebot annimmt, nimmt es an, wer nicht, dann nicht. Also ich habe auch schon, wir haben auch schon Künstlerinnen und Künstler erlebt, die sich ganz bewusst dafür entschieden haben, bevor sie in eine solche Situation kommen, einen Großteil ihrer Kunst zu zerstören. Weil sie gesagt haben, wir wissen nicht wohin, unsere Angehörigen wissen auch nicht wohin, dann zerstören wir das jetzt.
das ist auch schon passiert. Ne, ist natürlich was, was ich ziemlich dramatisch finde. Ja, ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage. Ansonsten haken Sie nochmal nach. Frau Borch hat Nein gesagt. Nein, also es befriedigt mich, sage ich mal, was da gesagt worden ist. Ich hätte drüber nachdenken können, aber das war so, weil sich eben Frau Kröger so vehement dafür engagiert hat, wollte ich etwas Hintergrund wissen und den habe ich erfahren. Dankeschön. Ja, Frau Borch, möchten Sie gleich mit Ihrer nächsten Frage anschließen zur Vorstandsarbeit im CSD? Diese Frage, Frau Kröger, ist daraus entstanden, weil ich war ja jahrelang im arbeitsfähigen Alter noch in Bremen. Und da haben sich Politikerinnen, insbesondere Politikerinnen, weil ich dort in einem Frauenverband war, vehement gegen alle Arbeiten in einem Verein gewandt, egal welchen Couleurs. Weil sie dann immer Sorge hatten, dass sie irgendwo in eine Schublade gesteckt werden, wo sie hingehören. Und diese Befürchtung hatte ich jetzt auch für sie. Und deswegen war das meine Frage, warum hält man sich hier in Rostock davon nicht fern? Der Verein arbeitet alles top. Ist nichts gegen zu sagen und muss auch sein. Aber Sie wissen ja, Politiker müssen ein breites Spektrum, haben ein breites Spektrum an Wählern. Und ich weiß auch, dass für manchen Wähler sowas ein Grund ist, sie nicht zu wählen. Und das macht mir Sorgen. Ja, vielen Dank. Das ist eine sehr ehrliche Frage. Also grundsätzlich bin ich, als ich in die Politik gegangen bin, habe ich gesagt, ich werde in keinem Verein Mitglied. Also habe das für mich auch ganz klar ausgeschlossen, mit der Begründung, dass ich unabhängig sein wollte. Weil es ist so, wir setzen uns für so viele Sachen ein. Also ob das der Bau der Mühlendammschleuse war, also die Sanierung, oder ob das ein Sportverein ist, der einen neuen Platz kriegen soll. Also man hat so viele Partnerinnen und Partner in der Kommunalpolitik und natürlich sind die alle in Vereinen aktiv, die sich um Sport, um Kultur, um Wissenschaft kümmern und die wollen alle, dass du Mitglied wirst. Er hat gesagt, also so viel Vereinsbeitrag, selbst wenn ich möchte, kann ich dann im Zweifel auch gar nicht mehr bezahlen. Aber ich mache mich auch immer ein Stück weit abhängig, weil wenn ich dann, ich habe zum Beispiel die Herren, das waren alles Herren, die sich für die Rettung der Mühlendammschleuse eingesetzt haben, die habe ich von Anfang an ganz intensiv unterstützt und die wollten auch, dass ich Mitglied werde. Und da habe ich gesagt, Leute, im Zweifel schadet es dem Projekt. Wenn ich da als Vereinsmitglied dann vorne in der Bürgerschaft stehe und sage, ich möchte hier mehr Geld für die Mühlendammschleuse, dann darf ich erstens nicht mal mit abstimmen, weil ich bin ja dann Vereinsmitglied und bin befangen. Das finde ich schon mal einen ganz wichtigen Nachteil. Und dann wird man ja immer in so eine Schublade gesteckt und ich kann mich ja auch unabhängig von der Vereinsmitgliedschaft für eine gute Sache stark machen. Dafür muss ich nicht Vereinsmitglied sein. Und das hatte ich für mich immer ausgeschlossen. Und dann entstand die Situation, dass der Christopher Street Day Verein, der also ein Verein ist, der sich in Rostock eben um den Christopher Street Day kümmert. Das ist ja so die Hauptaufgabe, aber natürlich auch um die Anliegen der queeren Community, wie man sagt, also unter anderem der homosexuell lebenden Menschen. Der ist dann auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ein bisschen im Vorstand mitzuarbeiten, um da die Finanzen zu machen, also den Finanzvorstand zu machen. Und ich habe eine persönlich sehr intensive Beziehung zu diesem Feld, nicht nur, weil ich während meines Politikstudiums schon in diesem Bereich, in diesem gesellschaftlichen Bereich ein sehr langes Praktikum gemacht habe und dann auch ehrenamtlich dort schon gearbeitet hatte. Ich kannte also auch schon viele Akteure aus der Szene. Ich habe auch viele Freunde, die in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung leben und ich weiß, wie viel Freude sie im Leben haben. Ich weiß aber auch, mit was für Benachteiligungen sie zu kämpfen haben. Ich habe also auch eine persönliche Ebene. Und dann gebe ich zu, gab es noch mal eine ganz besonders intensive, als im Februar 2018, es jährt sich bald das dritte Mal, leider mein Mann an Krebs viel zu früh gestorben ist. Das war keine so einfache Zeit. Und ich habe in dieser Zeit, bin ich also sehr aufgefangen worden
durch meine Freunde und Bekannte aus der Szene. Die haben sich sehr viel Zeit für mich genommen und waren für mich da. Und dadurch ist so diese Verbindung noch mal enger geworden. Und als dann der Christopher Street Day Verein gekommen ist und gesagt hat, Mensch, Eva, kannst du es nicht helfen? Wir brauchen so dringend eine Finanzerin. Wir finden niemanden, der das machen will. Da ging es gar nicht anders, als Ja zu sagen. Weil ich mag das Thema, ich unterstütze das zu 1000%. Ich habe diese persönlichen Beziehungen und Empfindungen dabei. Und deshalb mache ich jetzt die Arbeit beim CSD und die mache ich auch mit sehr viel Leidenschaft. Das bisschen Arbeit hat sich natürlich nicht bewahrheitet, sondern logischerweise ist es wieder viel zu viel. Aber es macht mir sehr, sehr viel Spaß, sehr viel Freude. Und ich sage ganz ehrlich, wenn das im Zweifel bedeutet, dass mir jemand ihre oder seine Stimme nicht geben kann, weil er ein Problem damit hat, dass ich mich für die freie Wahl der Lebensart und der Sexualität einsetze, dann sage ich mal ganz hart, dann ist das ihr oder sein Problem und an der Stelle nicht meins. Das ziehe ich dann durch. Achso, ich habe übrigens gerade eine Antwort bekommen, damit wir das nicht unbeantwortet lassen. Stadtteilmanager Schmal soll auf jeden Fall nachbesetzt werden. Das steht fest. Und da ist schon eine Anfrage an die Rostocker Gesellschaft für Stadtentwicklung rausgegangen, wann diese Stelle besetzt wird. Wurde also schon nachgehakt aus dem politischen Raum. Und was das SBZ im Hansaviertel angeht, gab es wohl vor ein paar Jahren mal eine intensive Debatte dazu. Und die Stadt hat sich dann auf Grundlage einer Sozialraumanalyse dafür entschieden, dass dieser Stadtbereich vom Rostocker Freizeitzentrum in Reutershagen mitbedient werden soll. Das RFZ ist ja ein bisschen größer und damals ist die Entscheidung so gefallen, ist schon ein paar Jahre her, dass, wie gesagt, das RFZ in Reutershagen für die Menschen im Hansaviertel Anlaufstelle sein soll. Nur um das nochmal nachzuarbeiten. Wow, manchmal kann es so schnell gehen. Wunderbar. Vielen Dank auch eben gerade für die ja wirklich offene oder offenherzige Beantwortung der Frage zu Ihrer Vorstandsarbeit im CSD, im Verein Christopher Street Day. Und es gibt noch eine Frage im Nachgang von Frau Engler. Stichwort Breitband. Frau Engler, wenn Sie einmal bitte Ihr Mikrofon auf laut stellen, würde ich Sie bitten. Ja, ich wollte die Frage stellen, wie schreitet der Breitband-Internetausbau voran in Rostock und auch in Rostock-Umgebung? Weil ja wir jetzt erkennen, dass die Digitalisierung schnell vorangeht, Homeoffice, Homeschooling, und wir aber trotzdem bei der Arbeit am Computer manchmal merken, dass die Internetverbindung zusammenbricht. Also und auch von den Leuten, also zu den Senioren vor allen Dingen, habe ich erfahren, im Umland ist es manchmal noch schlimmer mit irgendwie Internet aufbauen. Ist da überhaupt an Geldern was vielleicht noch gedacht oder wird das immer hinten angestellt? Ja, also tatsächlich sehe ich auch so, dass uns natürlich diese Pandemiesituation nochmal richtig mit dem Kopf darauf gestoßen hat, welche Defizite wir im Bereich Digitalisierung und Breitbandausbau haben. Also spätestens jetzt haben alle gemerkt, welche Probleme wir da haben. Man muss politisch ganz klar sagen, viel zu lange getrödelt, viel zu lange gewartet, viel zu lange vor sich hergeschoben. Und das hat so ein bisschen diese Pandemie jetzt wie ein Brennglas sozusagen offengelegt, was verschleppt worden ist, zu viele Jahre lang. Es gab auch viele Probleme beim Breitbandausbau. Man muss jetzt fairerweise sagen, dass die Bundesregierung jetzt sehr viel Geld in die Hand genommen hat, viele Milliarden, um den Breitbandausbau massiv zu fördern. Und auch Mecklenburg-Vorpommern bekommt sehr viel Geld vom Bund für den Breitbandausbau und investiert auch selbst nochmal sehr viel Geld, also viele hunderte Millionen gehen jetzt in den Breitbandausbau. Das ist auch gut so. Es gab auch, als es begann mit dem Breitbandausbau, mitunter auch rechtliche Probleme. Es gab Probleme mit Ausschreibungen oder dass die großen Firmen, die natürlich dann auch mit investieren sollten, komischerweise keine Lust hatten, in Gebieten zu investieren, wo sie hinterher kein Geld verdienen, weil da niemand wohnt. Also das ist eine ganz einfache
an der Stelle muss ich auch mal sagen, kapitalistische Grundrechenaufgabe. Warum soll ich als Unternehmen da investieren, wenn sich das für mich nicht lohnt, wenn da keiner wohnt, dann lasse ich das. Deswegen ist der Staat ja auch sehr früh und sehr massiv in diese Förderung eingetreten, Breitbandausbau zu fördern. Dabei ist nicht immer alles gut gelaufen, aber jetzt, muss man ganz klar sagen, gibt es viele Fördermittel. Der Breitbandausbau wird massiv auch gedrückt, auch auf Landesebene. Entsteht da sehr viel Druck, jetzt schnell voranzukommen. In Rostock ist die Ausbausituation schon sehr gut. Im Rostock-Umland ist sie so lala. Und je ländlicher sie werden, desto fieser wird es. Das ist so. Und da haben wir wirklich noch graue und weiße Flecken, nennt man das dann in der Breitbandsprache, die entweder gar kein Internet haben oder nur sehr langsames Internet. Aber diese Bereiche hat die Politik, hat der Staat jetzt wirklich in den Blick genommen. Da gibt es Ausbaupläne, da will man mit großen Schritten voran, um Netz für alle möglich zu machen. Das wird nicht morgen fertig sein und auch nicht nächstes Jahr. Also das wird uns die nächsten Jahre noch beschäftigen. Und dazu kommt dann der große Brocken Digitalisierung, also Breitbandausbau das eine, Digitalisierung das andere. Und das ist nochmal ein Themenfeld, da kann man auch wochenlang drüber reden. Also jetzt die Digitalisierung voranzubringen in der Schule, in der Verwaltung, auch im Privaten, ist auch eine ganz, ganz große Baustelle mit vielen Aufgaben, die da erfüllt werden müssen. Manche Aufgaben hat man schon ganz gut angepackt. Bei anderen erleben wir ja gerade, hat man zu lange gewartet. Also wir hätten auch mit der digitalen Ausstattung der Schule schon viel weiter sein können. Das hat man auch viele Jahre vertrödelt. Und jetzt haben wir extrem Druck, da zu liefern und auszustatten. Und dann kommt ja noch dazu, ein Gerät zu kaufen. Ist das eine. Aber dafür zu sorgen, dass die Menschen dieses Gerät auch benutzen können und dann auch davon profitieren, ist ja nochmal das ganz andere Thema. Und dann sind wir in dem großen Bereich Weiterbildung, Ausbildung an den Hochschulen, aber auch für Seniorinnen und Senioren. Es gibt ein paar gute Projekte in Mecklenburg-Vorpommern, die Weiterbildungen für gerade für Seniorinnen und Senioren anbieten, damit sie so wie Sie heute teilhaben können, auch an solchen digitalen Formaten teilhaben können. Da gibt es ganz gute, vor allem freiwillige Initiativen, die sowas machen. Aber im Bereich der Digitalisierung, da kann man gar nichts verhehlen, haben wir einen riesigen Aufgabenberg vor uns. Und ganz langsam fangen wir an, den abzuarbeiten. Das einzig Gute daran ist, dass man sich fraktions- und parteiübergreifend einig ist, dass es jetzt viel schneller gehen muss und dass man auch bereit ist, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen, damit es viel schneller geht. Und das ist immer schon mal ein guter Anfang. Ja, nicht nur Digitalisierung ist ein Projekt, über das man wochenlang sprechen kann. Wie Sie merken, ja, auch das Interesse oder die Fragen im Politcafé haben jetzt doch mehr Zeit eingenommen, als wir zunächst geplant haben. Es ist jetzt 15 Uhr, Frau Kröler. Theoretisch haben wir gesagt, wir machen es bis 15 Uhr. Es ist aber noch eine Frage auf jeden Fall im Chat dabei. Meine Frage, haben Sie die Zeit, die jetzt zu beantworten? Ja. Die Frage ist, Frau Kröger, wie ist der Stand der Willensbildung in Rostock zum seniorenpolitischen Gesamtkonzept? Älter werden in Rostock stammt aus 2007. Das ist schon ein paar Jahre her. Dann würde ich einfach mal, gleich mal beide Fragen aus dem Chat machen, wenn das in Ordnung ist. Also das seniorenpolitische Gesamtkonzept und die Frage, die es vorhin noch gab, die sozusagen, wenn ich das mit einem Augenzwinkern zitieren darf, wie sie es mit dem Entertainer Klaus Ruhe-Matzen so arbeitet. Ne? Ich glaube, so war die Frage. Ich fange mit der einfach mal an. Ja, ich glaube, unser Oberbürgermeister ist, ich kenne Klaus Ruhe-Matzen auch schon ein bisschen länger als jetzt eben in dieser Zeit, in der er Oberbürgermeister ist. Klaus Ruhe-Matzen lebt als Macher. Das ist jemand, der machen will, der umsetzen will, nicht lange reden und nicht im Kreis drehen, sondern der hat eine Idee und dann will er die auch machen. So hat er auch gearbeitet, auch als Unternehmer gearbeitet und offensichtlich ja auch nicht ohne Erfolg. Und so versteht er sich, glaube ich, auch als Oberbürgermeister. Das ist so meine Einschätzung. Er ist so Impulsgeber und Ideengeber und er möchte eben was verändern und gestalten und auf den Weg bringen.
Und Verwaltungshandeln und Verwaltungsdenken ist eben etwas ganz anderes. Eine Verwaltung lebt anders, funktioniert anders und sie spricht auch schon anders. Und ich glaube, ist meine Einschätzung, dass unser Oberbürgermeister sich damit noch ein bisschen schwer tut, mit Verwaltung zu arbeiten und zu leben, die aber wichtig ist. Auch für unser städtisches Leben ist Verwaltung wichtig. Ich glaube, er tut sich ein bisschen schwer damit. Aber laut Kommunalverfassung ist er nun mal Chef der Verwaltung. In unserer Kommunalverfassung ist nicht vorgesehen, dass wir sozusagen einen Oberbürgermeister haben, der eigentlich eher Repräsentant ist. Und dann hast du Senatoren, die die Verwaltungsarbeit machen. Diese Aufteilung gibt es bei uns nicht, sondern der Oberbürgermeister, deswegen ist er auch Wahlbeamter und verbeamtet, ist eben Chef der Verwaltung und trägt da auch sehr viel Verantwortung. Und das merkt man manchmal, das tut sich schwer. Ich persönlich, das gebe ich auch zu, kann mit dieser Art der Präsentation nicht so viel anfangen, das ist nicht so meins. Ich ärgere mich, also muss ich auch dazu sagen, auch ein bisschen, weil ich bin auch zuständig für Medien und Medienpolitik bei mir in der Landtagsfraktion und kenne auch viele Journalistinnen und Journalisten auch bundesweit. Und ärgere mich immer so darüber, wenn Klaus-Ruhe Madsen mit seiner Art, die er hat und seiner Aura und seinem Charisma, und ja, ich glaube, dass doch ein bisschen der Dialekt dabei eine Rolle spielt, letztlich im Fernsehen, auch bei prominenten Talkrunden, Sachen sagt und behauptet, die dann 0% hinterfragt werden. Also ich weiß, ich habe schon Interviews gesehen, auch Auftritte, da muss ich ehrlich sagen, da habe ich gedacht, wenn Sarah Wagenknecht sowas erzählen würde, dann wäre Lanz ihr schon 3-mal ins Wort gefallen und hätte das hinterfragt, was sie da behauptet. Und das ist nicht passiert. Und das ärgert mich dann auch aus journalistischer Sicht, wo ich sage, Leute, auch wenn dieser Oberbürgermeister euch sympathisch ist, was ich verstehen kann, und auch wenn der eine klare Sprache hat und klare Forderungen hat, obliegt es doch trotzdem auch eurer Pflicht, mal nachzufragen, stimmt das und welche Auswirkungen hatte das überhaupt? Und das fällt irgendwie runter, weil er dann mit seiner Art wahrscheinlich die Leute einfach auch begeistert. Und das ist mir dann oft zu kritiklos. Na, aber wenn man dann so als nörgelnde Politikerin um die Ecke kommt und anfängt, daran rumzukritisieren, muss ich auch sagen, begegnet einem wenig Verständnis. Also die meisten Menschen wollen auch nicht, dass da an diesem Bild gekratzt wird. Die meisten sind sehr froh, dass wir einen Oberbürgermeister haben, der nach außen strahlt, der Rostock über die Stadtgrenzen hinaus zumindest dazu beiträgt, dass Menschen das erste Mal auf Google gucken, wo eigentlich Rostock liegt, die das vielleicht noch nie gemacht haben. Da gibt es schon viele Menschen, die sich auch darüber freuen und die sich dafür auch begeistern können. Und dann muss ich auch ganz klar sagen, hat er den Vorteil, dass er gerade über ein Thema spricht, das sich viele Menschen wünschen, nämlich Lockerungen, Corona-Lockerungen. Und das ist natürlich ein Bereich, wenn du darüber sprichst, machst du dich zurzeit einfach vielerorts auch sehr beliebt. Ne? Also lange Rede, kurzer Sinn. Sie merken schon, ich habe manchmal meine Probleme mit seiner Rolle und mit seinem Auftreten. Mir ist das nicht tiefgründig genug, aber vielleicht bin ich da auch als Politikerin manchmal zu ernst. Ich weiß es nicht. Aber eine Stadt zu verwalten, ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die sehr viel Arbeit bedeutet. Und vielleicht den ein oder anderen Fernsehauftritt weniger machen und dafür dann doch noch mal eine Runde länger am Schreibtisch sitzen, das fände ich dann schon ganz gut. Was das seniorenpolitische Gesamtkonzept angeht, da will ich Sie nicht anlügen, da will ich ehrlich sein. Ich habe 2009 mit Politik angefangen und seitdem war das nie Thema. Also ich habe mit dem seniorenpolitischen Gesamtkonzept, seit ich in der Bürgerschaft bin, noch nie zu tun gehabt. Also wenn das in einem Ausschuss mal Thema war, dann tut es mir leid, habe ich in diesem Ausschuss nicht gesessen. Aber das habe ich auch noch nie gehört. Deswegen würde ich jetzt ganz knallhart behaupten, dass es keinen aktuellen Arbeitsstand gibt. Aber ich würde das gerne nachforschen und nachfragen und kann ganz klar zusagen, dass ich mich darum kümmere, was mit diesem Konzept passiert ist und warum wir uns nicht mehr darum kümmern. Und das sofort auf meinen Zettel nehme und dafür sorge, dass wir das wieder aktuell machen. Das nehme ich mit. Und dann ist nur die Frage, wie wir dafür Sorge tragen können, dass Sie, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer die Frage gestellt hat,
dann auch eine Rückkopplung bekommen, dass das tatsächlich auch passiert. Aber das nehme ich mit als Vorhaben und als Versprechen, dass ich mich darum kümmere, dass dieses Konzept wieder auf den Tisch kommt. Wunderbar. Ja, Frau Kröger, ganz vielen Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben, mit uns in den Dialog getreten sind. Sie hatten anfangs gesagt, zu Beginn Ihrer politischen Karriere, also hier in der Rostocker Bürgerschaft, war das spannend, auch über die Zeit mitzuerleben, was sich alles so verändert hat in Rostock. Und daher meine Abschlussfrage an Sie: Wie sieht die Hanse- und Universitätsstadt Rostock in 10 Jahren aus? In 10 Jahren. Dann schließe ich, wie ich angefangen habe. In 10 Jahren haben wir ein neues Volkstheater. In 10 Jahren haben wir die Buga hinter uns, die uns keine Millionenschulden hinterlassen hat, sondern ein großer, großer Erfolg geworden ist natürlich. Ich möchte, dass wir in 10 Jahren es geschafft haben, in allen Stadtteilen Angebote für Kultur entwickelt zu haben, dass wir dort auch Orte für Kultur haben, wo solche Veranstaltungen stattfinden können. Das ist mein Wunsch, dass wir in 10 Jahren für junge Menschen, die eine kleine bezahlbare Wohnung suchen, für große Familien und für Menschen, die ganz dringend barrierefreien Wohnraum brauchen, in allen Stadtteilen auch gute Angebote und bezahlbare Angebote haben. Und was fällt mir noch ein? Ich glaube, das sind eigentlich so meine wichtigsten Punkte. Man könnte auch noch viel über mehr Radwege reden und über mehr Grün, aber ich glaube, das ist unstrittig, dass uns das allen wichtig ist. Ich hätte in 10 Jahren tatsächlich gerne mehr soziale Gerechtigkeit in allen Stadtteilen, weil da haben wir aktuell einen Schiefstand in der Stadt und den hätte ich in 10 Jahren gerne beseitigt. Dann sprechen wir uns in 10 Jahren wieder, prüfen das mal gemeinsam, wie unsere schöne Hansestadt dann aussieht. Ja, wie gesagt, vielen Dank an Sie, Frau Kröger, vielen Dank auch an die Teilnehmer.